Alles, was mit den Smartphones, Internet, Apps, Laptops, Tablets zu tun hat, hat relativ viele Möglichkeiten, weil sehr viele Betriebssysteme die Möglichkeit anbieten, wie gesagt, über Sprachsteuerung, über Vergrößerung der Buchstaben auch besser den Inhalt aufnehmen zu können. Also bei einer hochgradigen Sehminderung, die entweder ein oder auch vor allem beide Augen betrifft, gibt es die Möglichkeit, einen Behindertenstatus zu beantragen mit entsprechenden Vergünstigungen auf dem Arbeitsplatz. Wenn ich jetzt an meine Mobilität denke, barrierefreies Reisen, da gibt es die Wheel-App beispielsweise, man kann auch barrierefrei fliegen. Das heißt, es ist mit Sicherheit, die Möglichkeiten sind nicht unbegrenzt, aber man findet Wege, sich auch außerhalb des Haushaltes mit einer Gehbehinderung und eventuell mit Unterstützung zurechtzufinden. Auch Karten-Apps beispielsweise, die sprachgesteuert sind, können dazu beitragen, dass ich meine Mobilität, auch wenn ich eine Sehbeeinträchtigung habe, nicht völlig aufgeben muss.